nicht zu schnell. Genossen, im Bericht des Politbüro wurde über den großen Aufschwung in der Parteiarbeit gesprochen, der seit dem 14. Plenum in unserer Partei zu vermerken ist. Und jeder von uns weiß es ja aus seiner eigenen Erfahrung. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit den Parteiwahlen, in den Parteiversammlungen, im Zusammenhang mit der verstärkten individuellen Arbeit in der Partei, in den Aussprachen mit den Genossen, sich eine Fülle falscher Auffassungen, sektiererischer, opportunistischer Erscheinungen und auch Erscheinungen des Spießertums bei einer Reihe Genossen gezeigt haben. Es wurde auch richtig gesagt, dass die Erziehung der Genossen vor sich gehen muss im Kampf um die Verbesserung der Arbeit, um die Ergebnisse auf ökonomischem, politischem und wissenschaftlichem Gebiet. Mir scheint aber, dass es sehr wichtig ist, gerade in der jetzigen Phase, die Fragen der Parteierziehung und die Fragen über das Wesen unserer Partei in der jetzigen Etappe mehr im Vordergrund unserer propagandistischen und theoretischen Arbeit zu stellen als bis jetzt. Am Schluss seiner Ausführungen hat der Genosse Ulbricht dann auf dieser Tagung uns aufgefordert, mehr über unsere Partei zu sprechen, den Massen besser und mehr zu erklären über das Wesen und ihre Aufgaben. Wir haben auf diesem Plenum sehr viel gesprochen von der Notwendigkeit der Durchsetzung der Gesetze des Sozialismus. Und zu diesen Gesetzen gehört bekanntlich auch das Gesetz von der wachsenden Rolle der Partei in der Periode des Sieges des Sozialismus. In seinem Interview zu den Parteiwahlen sagte der Genosse Ulbricht, so wie der Marxismus-Leninismus eine lebendige Wissenschaft ist, so ist auch die Partei der Arbeiterklasse, die Partei neuen Typus, eine lebendige Partei. Und er sagte weiter, als Partei der Arbeiterklasse ist unsere Partei zugleich die revolutionäre Partei des Volkes. Ich habe diese sehr bedeutsamen Sätze des Genossen Ulbricht so aufgefasst, dass wir daraus lernen müssen, dass einerseits es notwendig ist, ich meine das jetzt auch theoretisch, zu überwinden dogmatische Auffassungen, Auffassungen von einem gewissen Automatismus in der Partei, wie sie von Stalin praktiziert worden sind, und andererseits aber, und das ist das Entscheidende, von der weiteren Veränderung, Vergrößerung, wie soll ich sagen, Entwicklung des Charakters der Partei, der Arbeiterklasse in der Periode des Überganges zum Sozialismus. Also von einer Partei der Arbeiterklasse und gleichzeitig die revolutionäre Partei des Volkes. Mir scheint, dass daraus sich doch aber auch für die Darlegung der lenischen Lehre von der Partei sich sehr wichtige Schlussfolgerungen ergeben und für die Praxis der Parteiarbeit. Es ist doch klar, dass die Partei und ihre Aufgabe vor der Machtergreifung andere sind als in der Periode des Überganges zum Sozialismus. Die Beziehungen der Partei zu der Arbeiterklasse und vor allen Dingen zu den anderen Schichten und Klassen sind natürlich in unserer Periode anders als bei der Vorbereitung zur Machtergreifung. Die Verantwortung der Partei bleibt. Ich brauche nicht zu betonen, dass die lenischen Prinzipien selbstverständlich die gleichen sind, dass sie aber in unserer Zeit anders wirken und dass wir das unseren Menschen und unseren Genossen und den Parteifunktionären viel besser erklären müssen als bis jetzt. Ich meine auch, dass es notwendig ist, zu erklären, besser als bis jetzt, den Unterschied zwischen unserer Partei und zwischen der These des Genossen Ulbricht, dass wir eine Partei, eine revolutionäre Partei des Volkes ist, und der sozialdemokratischen These, dass sie eine Volkspartei seien, was ja nichts anderes bedeutet, als dass sie vollkommen den Charakter der Arbeiterklasse verlieren und sich auf dem Boden des Imperialismus begeben haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang, Genossen, nur eine ganz kurze Bemerkung machen, dass im Zusammenhang mit den Diskussionen über das Material in des 14. Plenum bei uns auf der Parteihochschule es große Unklarheiten gab und Fragen gab über die Einschätzung der SPD, wie sie im Dokument des Zentralkomitees vom 4. Oktober war als eine bürgerliche Partei. Und dem, was also vom Genossen Ulbricht auf dem 14. Plenum und späteren Dokumenten gesagt wurde. Mir persönlich scheint auch, dass es einen Widerspruch gab. Und dass...
Es wird aber darüber diskutiert, er wurde nicht unbemerkt. Das wollte ich also damit, er blieb nicht unbemerkt bei lesenden Genossen. Ja, ich habe den Eindruck, dass du das auch vorgestern hier formuliert hast. Ich war, denn es ist, wenn wir sagen, dass es eben, dass wir also, es hat ja mit der politischen Einschätzung, dass sie auf dem Boden des Imperialismus stehen, dass darüber gibt es ja meiner Meinung nach einheitliche Auffassung. Aber man kann meiner Meinung nach nicht einerseits sagen, wir wollen Aktionseinheit mit der SPD machen und andere sagen, sie sind eine bürgerliche Partei. Also mit einer bürgerlichen Partei können wir natürlich meiner Meinung nach keine Aktionseinheit machen. Also das nur. Ach so. Ja. Ja, eben. Damit bin ich einverstanden. Aber im Dokument vom 4. Oktober steht, wir sind keine Arbeiterpartei, sind eine bürgerliche Partei. Nicht? Ja. Ja, das stimmt schon recht. Ja, so war es. So ist es. Hast schon recht. Ich bin auch. Korrigiert, ja. Ich meine auch, dass wenn wir also sprechen von einer revolutionären Partei des Volkes, von einer weiteren Entwicklung des Charakters unserer Partei entsprechend den neuen Bedingungen in der Epoche des Überganges der ganzen Menschheit zum Sozialismus, so hat das nichts gemein mit den revisionistischen Theorien von der Notwendigkeit, von der angeblichen Notwendigkeit der Erneuerung der Partei, wie sie in manchen, von manchen italienischen Genossen gestellt wurde. Ich meine, dass aus dem Interview des Genossen Olbrecht sich ergibt die größere Verantwortung, die Notwendigkeit einer Stärke Kampfes um die Prinzipienfestigkeit, um die Einheitlichkeit und Geschlossenheit unserer Partei. Und die Ausführungen des Genossen Milke heute haben das ja nochmal unterstrichen. Aber da steht meiner Meinung nach nichts im Widerspruch, sondern im Gegenteil, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir um die bessere und stärkere Verbindung der Partei mit den Massen kämpfen müssen und die Massen über das Wesen unserer Partei besser aufklären als jetzt. Mir scheint, dass es ist ganz klar, Genossen, dass aufgrund der 15-jährigen Erfahrung, die die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik mit unserer Partei hat, die Beziehungen der Bevölkerung zu unserer Partei und das Vertrauen zu unserer Partei ungeheuer groß sind. Aber andererseits gibt es bei vielen Parteilosen, aber auch bei manchen Genossen, meiner Meinung nach nicht richtige, sektiererisch entstellte Auffassungen über unsere Partei. Es gibt parteilos aber auch Genossen, die ihre Zugehörigkeit zur Partei und die Disziplin der Partei, das Statut der Partei als eine gewisse Einengung der persönlichen Freiheit, als eine Belastung betrachten. Ich habe vor kurzem mit einer Ärztin gesprochen, die schon 10 Jahre im Parteiapparat arbeitet und sie sagte mir, ich könnte nie in der Partei sein, weil die Disziplin der Partei, die könnte ich niemals ertragen. Und ich sagte hier, die Disziplin in der Partei ist doch das Wenigste, das Wichtigste ist doch der Kampf. Und das hat... das, ja, es wird ja protokolliert, was ich sage, nicht? Ich wollte hier damit sagen, dass man die Disziplin, das Statut nicht etwas ist, was uns einengt, sondern das Wesentliche ist ja doch der Kampf und der Kampf für die Idee. Es ist ja so, Genossen, manchmal schließen wir als ältere Genossen aus unserer Haltung zur Partei, aus unserem Gefühl, dass wir nicht einen Tag ohne die Partei oder außerhalb der Partei leben könnten, ziehen wir manchmal die Schlussfolgerung, als wenn die Mehrheit unserer Genossen, die ja meistens erst nach 45 in die Partei eingetreten sind, genauso die Partei empfinden wie wir. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Wir sollten uns eben öfters und vor allen Dingen auch in der Presse darüber schreiben und überlegen, wie wir dieses Verhältnis zur Partei als ein Stück und des Lebens jeden Genossen bei unseren jungen Genossen, bei den neuen Genossen besser festigen könnten. Und ich glaube, dass ein wichtiges Mittel dabei ist also die Überwindung einer bestimmten Angst
vor der Partei, die es bei manchen Menschen vorhanden ist. Ich muss oft denken daran, was Lenin nach dem dritten Weltkongress der Kommunistischen Internationale in einer Aussprache auch mit der deutschen Delegation ihnen gesagt hat, dass es ging um die Verwirklichung der Losung heran an die Massen. Er sagte dort, es ist notwendig, die Hauptaufgabe der Parteien und der Parteiführungen ist es, die Angst der Massen vor dem Sozialismus zu überwinden. In dem Sinne, die überwinden die falschen Vorstellungen, die da sind über den Sozialismus. Und ich glaube, angewandt auf das Thema, worüber ich spreche, dass es notwendig ist, eine bestimmte Angst, die vorhanden ist, bei Parteilosen, aber auch falsche Vorstellungen bei manchen Genossen in dieser Beziehung zu überwinden. Mir scheint, dass das Wichtigste dabei ist, klar zu machen, dass die Voraussetzungen und dass die Grundlage der Mitgliedschaft in der Partei das Vertrauen ist. Nicht nur das Vertrauen zur Partei, sondern das Vertrauen der Genossen untereinander. Ich hoffe, ich komme und ich bin überzeugt, dass ich nicht im Widerspruch stehe zu dem, was der Genosse Mirke hier über Wachsamkeit gesprochen hat, sondern das ist meiner Meinung nach die Voraussetzung und die Ergänzung. Das gehört einfach zusammen. Und ich möchte auch daran erinnern, was Genosse Ulbricht in seinem Schlusswort auf dem 14. Plenum gesagt hat, dass das Vertrauen das Wichtigste ist, was in der Partei sein muss, und dass das ja gerade eines der Gründe war, was so die falsche Atmosphäre zur Zeit von Stalin in Parteiorganisationen in der Sowjetunion geschaffen hat. Genossen, warum spreche ich darüber? Wir haben bei uns auf der Parteihochschule in den letzten Wochen einen sehr unangenehmen Fall gehabt. Unangenehm ist nicht das richtige Wort, einen schweren Fall. Ein Genosse, der bei uns schon 2,5 Jahre studiert, hat einen Selbstmordversuch gemacht. Die Volkspolizei hat ihn zu mir nach Hause gebracht an einem Sonntag und ich frage ihn, ich wollte ihm also erst, also er hat wohlgemerkt bei uns 2,5 Jahre studiert, Marxismus, Leninismus, und hat viele Lektionen natürlich gehört über das Wesen der Partei und über den Klassenkampf und über Marxismus, Leninismus. Ich wollte ihn also über die ersten Hemmungen hinweghelfen und machte einen Scherz, eine meiner typische Scherze, die wahrscheinlich nicht ankommen, und sage, Menschenskind, du bist doch ein Arbeiter, wärst du Propagandist gewesen, hätte ich verstanden, dass du einen Selbstmordversuch machst. Aber du bist doch ein Werkzeugmacher. Aber Genossen, ich habe Pech gehabt, der war wirklich vorher Propagandist. In einer Kreisleitung, ist aber Arbeitergenossen, ist Mitglied der Partei seit 1950. Bitte? Ja, nein, ich sage nicht aber, ich sage das nicht als Gegensatz, sondern zur Klärung der Sache. Aber Genossen, was war die, bitte? Ja, ich sagte doch, ich sagte, vielleicht wegen der Kritik. Bitte? Aha, ja. Also im Laufe des Gesprächs habe ich mit ihm sehr lange und am nächsten Tag nochmal gesprochen. Was war der Grund? Er hatte sich betrunken. Wir hatten eine Feier zum Jahrestag der Armee. Wir haben uns bis 12 Uhr Schluss gemacht. Für ihn war das also noch nicht ausreichend. Er ist dann selber allein weggegangen in eine Kneipe, hat sich betrunken, kam früh ins Internat, hatte dann gefürchtet die Kritik der Genossen, die also zum Unterricht gegangen sind. Ist dann also in ein Hotel übernachten gewesen und dann am nächsten Tag hat er also doch beschlossen, er wollte Selbstmord begehen. Ich fragte ihn, sag mal, bist du der Meinung, dass wenn man sich einmal betrinkt in der Partei, dass das ein Grund ist, Selbstmord zu begehen? Bist du der Meinung, dass die Partei eine Strafanstalt ist? Empfindest du die Tatsache, dass die Partei oder die 10 Moralgebote unserer Partei, dass man wirklich nicht trinken darf und so weiter, also jedenfalls nicht übers Maß, nicht wahr? Empfindest du das als ein Korsett, als eine Einschränkung deiner persönlichen Freiheit? Und wenn ja, warum bist du nicht gekommen und hast mit mir oder mit der Parteileitung oder mit anderen Genossen gesprochen? Im Grunde genommen bist du doch wahrscheinlich einfach nicht einverstanden. Du hast doch eine Frau und 2 Kinder und so weiter. Ja? Also Genossen, ich muss Folgendes sagen. Ich habe sehr lange mit ihm gesprochen. Und es ist natürlich schwer in so einem Fall von einem Genossen verlangen, dass er eine klare Ursache, das ist doch irgendwie ein Knoten, der hat sich gebildet, den er einfach nicht überwinden konnte. Ja? Es ist natürlich ein Zeichen der Schwäche und des Charakterschwächen und so weiter. Ja?
Aber die Frage scheint mir, und das kam im Grunde genommen dann nach langen Gesprächen doch so heraus, dass er nicht ganz zurechtkommt mit seinen Vorstellungen, ja, die er über die Partei hat. Er hatte schon 56 einmal eine Rüge wegen Trunkenheit. Und jetzt hat er gefürchtet, es kommt nochmal eine Strafe und weiß was. Also die Auffassung, die er hat, was die Partei mit einem Genossen macht, der einen Fehler begangen hat, ist vollkommen falsch. Und offenbar ist es ja auch so, Genossen, dass das, was wir bis jetzt gelehrt haben, was wir geschrieben haben über das Wesen der Partei, vielleicht doch zu einseitig, zu eng dargestellt wird. Und dass wir mit diesen Sachen nicht genügend bilden, die Vorstellung der Genossen von der Partei. Ich spreche das hier, das ist natürlich ein Einzelfall, es ist kein typischer Fall, aber geht es um einen Menschen, um einen Genossen, um ein Mitglied unserer Partei, und ich hielt es für notwendig, hier darüber zu sprechen, weil mir scheint, es gibt Probleme bei der Erziehung unserer jungen Genossen, die noch nicht diese Kampferfahrung haben, vor allen Dingen nicht den Kampf in der Periode des Kapitalismus geführt haben, über die wir richtigerweise in Zusammenhang mit der theoretischen Darlegung der Grundlagen unserer Partei, in Zusammenhang mit den Problemen, die der Genosse Ulbricht im Interview gestellt hat, sprechen sollten. Meiner Meinung nach sollten wir nicht so tun, als wenn es nicht solche menschliche, erlaubt mir diesen vielleicht etwas verschwommenen Ausdruck, aber ich wüsste im Moment keinen anderen Probleme, über die man wirklich sprechen muss. Ich habe auch daran, bitte? Das Leben ist sehr bunt. Ja. Gar nicht einfach. Eben, das will ich damit sagen. Der Genosse Neumann hat zum Beispiel gestern gesprochen über ein Problem, über das wir auch nicht sprechen. Zum Beispiel über diese Sache mit dem qualifizierten Arbeiter, der an einer hochqualifizierten Maschine gekommen ist. Es ist ja so, Genossen, ich habe gestern kurz auch mit dem Genossen Hager darüber gesprochen. Es ist richtig, wenn wir sagen, im Sozialismus gibt es nicht diese Schlussfolgerungen, diese Folgen der Automatisierung und der Technik, wie es im Kapitalismus geht. Das ist absolut richtig. Und das muss man hundertfach betonen. Aber das bedeutet nicht, dass es bei uns gar keine Probleme gibt. In diesem Zusammenhang. Und Soziale Probleme, die sich für die Lage der Arbeiter, für Veränderung in ihrem Leben und so weiter, das sind nicht nur, das sind politökonomische Probleme, ja, aber wie das Wort selbst sagt, also soziale Probleme, menschliche Probleme. Und ich glaube, wir sind stark genug, um einerseits aufzuzeigen, das ganze Elend, den die Automatisierung und die neue Formen des Lebens in der Ausbeutung im Kapitalismus bringen, und gleichzeitig aufzuzeigen, welche Fragen entstehen bei uns im Zusammenhang mit der Entwicklung, mit dem Kampf um den Sieg des Sozialismus. Ich meine also, Genossen, das ist also die eine Frage, die ich also hier anschneiden wollte. Die zweite Frage ist die Kehrseite, oder es ist vielleicht nicht einmal die Kehrseite, sondern es ist eine andere Form dieses Nicht-Fertig-Werden mit der neuen Rolle der Partei, mit der viel größeren, mit der viel verantwortungsvolleren Aufgaben, die vor der Partei und vor jedem einzelnen Genossen in unserer Zeit jetzt stehen. Das ist also die Frage des Spießertums, der Bequemlichkeit und so weiter. Auch diese Erscheinungen sind also meiner Meinung nach Fragen, über die wir sprechen sollten. Wir haben also bei uns auch solche Erscheinungen. Zu uns kommen in der Regel zur Schule verantwortliche Genossen, die verantwortliche Funktionen hatten, Genossen und Genossinnen. Aber wir haben bei vielen Genossen, möchte ich sagen, im Rahmen unserer Hochschule ernste Erscheinungen des Spießertums, des Hanges zur Bequemlichkeit, des sich drücken vor Verantwortung, des Aussprechens einer Meinung, der Angst haben vor Kritik. Wobei also, ich möchte also in diesem Zusammenhang nur ganz kurz andeuten, dass also mir scheint, vielleicht habe ich da nicht recht, dass solche Erscheinungen, und ich hoffe, ich setze mich hier nicht in Widerspruch zum Kommuniqué über die Frauen, besonders auch bei Genossinnen, bei Frauen von verantwortlichen Genossen zum Ausdruck kommen.
die also der Meinung sind, also dass und besonders auch unterstützt, darüber hat ja auch der Genosse Paul Ferner in seinem Bericht gesprochen, der Meinung sind, da sie nur Frauen sind, dass man alles nur vom Gesichtspunkt der Schaffung, der Bequemlichkeiten, der Voraussetzungen für eine ungestörte Arbeit machen muss und nicht genügend sehen, dass sie als leitende Genossinnen, als verantwortliche Genossinnen natürlich auch eine große Verantwortung haben. Ich spreche nicht gegen Schaffung guter Bedingungen, besonders für Genossinnen. Da müssen wir noch sehr viel tun. Aber in Frage der Erziehung, der Parteierziehung, dass man als Genossin eben doch die Gleichberechtigung vor allen Dingen auch dadurch erkämpft, dass man die gleiche Fähigkeit, das gleiche Pflichtbewusstsein, die gleiche Leistung zeigt. Ich wollte also das nur anschneiden, weil mir scheint, das sind Fragen, die also von uns diskutiert werden sollten, zur Diskussion gestellt werden sollten, auch im Zusammenhang mit der Parteierziehung, die jetzt in den Parteiwahlen doch sehr stark im Vordergrund steht. Wobei also es ist mir klar, und ich weiß es aus meiner langjährigen Arbeit auf dem Gebiet der Erziehung und Schulung von Kadern, wie schwer es ist, die richtige Methode zu finden. Wir sind alle schon da, so weit, dass wir gegen das auf die Schulter klopfen und auch gegen ins Gesicht schlagen sind. Aber zwischen diesen beiden Formen, die allgemein abgelehnt werden, gibt es eben doch hunderte Nuancen. Und dann immer... Beide nicht. Beide Extreme sind nicht. Ich sage, ich bin gegen die, wir sind ja alle gegen die beiden Extreme, aber die Wahrheit liegt ja nicht in der Mitte, nicht, sondern es liegt, also sind also tausende Nuancen, die also dazwischen liegen, und das Richtige zu finden beim entsprechenden Genossen, dazu gehört eben doch eine große Erfahrung der Menschenführung, die große Erfahrung auf dem Gebiet der Kenntnis der Genossen. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich notwendig ist, dass wir über die Rolle der Partei, die Methoden der Partei mehr schreiben, als wir besonders in der letzten Zeit getan haben. Es wird viel geschrieben im Zusammenhang mit verschiedenen Fragen, die also in irgendeiner Organisation stehen, und das ist richtig. Aber mir scheint, es ist notwendig, theoretisch-ideologische Artikel, nicht abstrakte, sondern im Zusammenhang mit den Problemen, die bei uns stehen, mehr über die lenische Lehre von der Partei zu schreiben. Genossen, das, was wir auf unserem Plenum behandelt haben, das große nationale Programm, oder wie im Bericht gesagt wurde, das Manifest unserer Partei für unsere Zeit, bei der Periode des Übergangs, des Sieges des Sozialismus und des Kampfes um ein sozialistisches Deutschland, dieser Kampf ist ja nur möglich unter der Führung einer marxistisch-leninistischen Partei. Und ich glaube, es ist für jeden von uns, für alte und für junge Genossen, immer doch ein sehr großes Glück und ein beglückendes Gefühl zu spüren, wie unsere Partei, gerade unsere Partei unter der Führung unseres Politbüro und des Genossen Walter Ulbricht, konsequent und Schritt für Schritt das tut, was wovon Marx und Engels, wovon Thälmann, wovon Lenin über Deutschland geträumt hat. Und es ist ja kein Zufall, Genossen, dass gerade jetzt, in der Periode der großen Erfolge unserer Partei, in der Periode des immer deutlicher werdenden Tatsache, dass nur wir die Partei sind, oder wie Genosse Ulbricht sagte, die stärkste Partei sind, die in der Lage ist, das deutsche Volk zur Lösung aller Fragen zu führen, der Gegner diese unbändige Hetze gegen unsere Partei und gegen den Genossen Walter Ulbricht entfesselt hat. Es ist auch kein Zufall meiner Meinung nach, Genossen, dass in der letzten Zeit plötzlich sozusagen in der ganzen Westpresse die Mörder von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg rehabilitiert werden, als Patrioten hingestellt werden, dass man sie plötzlich als Vollstrecker irgendeiner Gerechtigkeit hinstellt und das in einer Weise, wie ich glaube, wie sie die Faschisten nicht erlaubt haben. Es ist, glaube ich, noch nie in dieser Weise über die Mörder, über den Papst, über diesen berühmten, berüchtigten Gardeschützenmajor und über die anderen, die also organisiert haben, den Mord an Karl Liebknecht, so offen gesprochen worden. Sie haben ganz offen geschrieben, wir haben Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet, damit Deutschland nicht bolschewistisch wird.
Und Sie betrachten das jetzt als ganz große nationale Tat. Das ist doch kein Zufall, Genossen, in Zusammenhang mit der schrecklichen Hetze gegen unsere Partei, gegen die DDR und gegen den Genossen Walter Ulbricht. Und deshalb meine ich, dass das Bekenntnis zu unserer Linie der Partei, zur Führung der Partei und zu Genossen Walter Ulbricht nicht eine Frage einer formellen Zustimmung ist. Nicht eine Frage, ob man das tut oder ob man das nicht tut, sondern eine Frage des Klassenkampfes, den wir gegen den Militarismus und Imperialismus in seiner scheußlichsten Form, wie er jetzt in Westdeutschland wütet, ist. Und deshalb, glaube ich, müssen wir alle unseren Genossen darüber aufklären, noch besser als wir das bis jetzt getan haben, über die Rolle unserer Partei, über ihre historische Aufgabe als Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der ganzen Menschheit und in der Entwicklung Deutschlands im Weg auf zum Sozialismus. Liebe Genossinnen und Genossen, Genosse Walter Ulbricht hat in seinem Referat auf der Grundlage der Beschlüsse unseres 14. und 15. Plenums, den Beratungen in Moskau, in prägnanter Form dargelegt, wie jetzt also und welche Aufgaben vor uns stehen und wie sie gelöst werden müssen und wo die Reise hingeht. Ich muss ehrlich sagen, bei der Diskussion mit einigen Mitgliedern des Zentralkomitees gibt es einige Unklarheiten, die so in den Pausen zutage kamen, weil das etwas zu, ich möchte sagen, massiv auf sie kam, die ganze Problematik jetzt unseres Weges in der Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR. Nun, Genossen, wir haben erkannt, dass es notwendig ist, die Beschlüsse des 14. und 15. Plenums mit aller Konsequenz, und zwar ohne Zeitversuch, ins Leben umzusetzen. Wir haben keine Zeit mehr. Und Genosse Ulbricht hat das so auch zum Ausdruck gebracht. Ich komme dann an einigen Punkten darauf zurück, wie wir die Dinge jetzt sehen. Der Genosse Bruno Leuschen hat in seinem Bericht herausgearbeitet, wo wir stehen. Die Analyse zwischen den beiden Plenartagungen, der 15. und 16. Tagung gezogen. Und Genosse Erich Honecker hat gezeigt, wie sich die Partei entwickelt hat in dieser Periode. Nun, Genossen, die auf Bezirksdelegiertenkonferenzen teilgenommen haben am letzten Wochenende, müssen feststellen und können feststellen, ich war also in Erfurt und habe das selbst erlebt, welcher gesunde Kampfgeist, welche entschlossene Aktivität und welche gründliche Überlegungen auf diesen Konferenzen dort von den Mitgliedern unserer Partei dargelegt worden sind. Es wurde sichtbar, dass die Parteiarbeit sachlicher geworden ist. Die echten Probleme der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik bestimmen immer mehr den Inhalt der politisch-ideologischen Arbeit. Das kann man in kurzen Worten so zusammenfassen. Aber wonach drücken Sie, wonach streben Sie? Sie stellen die Probleme Ihres Betriebes hin, Sie stellen die Probleme des Produktionsaufgebots hin, wie Sie vorwärts gekommen sind, die Fragen der Landwirtschaft. Sie messen, rechnen und vergleichen. Aber es fehlt im Großen und Ganzen, das muss man sagen, ich werde das an einigen Beispielen beweisen, die richtige Führung der Menschen, damit man ihnen den Weg zeigt, wo es lang geht. Und ich sage ganz offen, Genossen, weil ich jetzt auf einen Punkt kommen möchte, der in der Diskussion nicht richtig rausgekommen ist, entsprechend der Problematik, wie Sie Genosse Ulbricht, Genosse Bruno Leuschner und Genosse Erich Honecker gestellt haben. Die übergeordneten Leitungen in der mittleren Ebene des Staates, wie VVB und so weiter, sind noch nicht auf dem, ich möchte sagen, Kurs, der zu steuern ist, entsprechend dem 14. und 15. Plenum und der Beratung in Moskau. Und dort ist das große Loch. Ich bin folgender Meinung, Genossen. Wir haben auf der Grundlage des Bundessekretariats zur Weiterführung Produktionsaufgebot 62 eine Reihe von Beispielen geschaffen. Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Der Parteiapparat kann bis zu einem bestimmten Punkt die Dinge organisieren. Setzt dann die andere Seite aus und wir theoretisieren, dass der Staatsapparat als erste Funktion die wirtschaftlich-organisatorische Seite zu erfüllen hat und so weiter und so fort und dort gibt es keine Synchronisierung und Phasenverschiebung, dann ist das Loch da. Können wir machen, was wir wollen. Das repariert keiner mehr und ich werde was dazu sagen. Die Rolle und Bedeutung unseres Produktionsaufgebots in diesem Jahr wird von niemandem erkannt. Wir sind ganz groß vorwärts gekommen. Bruno Leuschner hat die Zahlen dargelegt, wie es aussieht mit Produktivität und Durchschnittslohn. Noch nie erreicht dieses Verhältnis. Kraft ist da, der Mut ist da, der Optimismus ist da. Und die Partei ist auf dem Plan, muss man sagen, absolut und führt. Aber warum denn diese Veränderung? Lass mich das in drei Sätzen sagen.
Wir haben doch, und ihr wisst doch selbst, wenn solche Entscheidungen getroffen wären, wie im Bericht des Politbüros dargelegt worden sind, auch kadermäßige Veränderungen, dann gab es doch vorher bestimmte Auseinandersetzungen und lange Diskussionen. Das Politbüro hat noch nie einen Beschluss vorgelegt, also sag mal heiß, so wie das oft mal gemacht wird an anderen Stellen. Die Qualität, die wir zurzeit haben, auf staatlicher Ebene, reicht nicht aus, um die Dinge zu organisieren. Wir wissen das was, wir wissen das wie, wir wissen auch warum, aber wir haben nicht die Methode der Organisation. Und Genossen, ich muss ja wahrscheinlich in nächster Zeit, wenn das nächste Plenum sich mit dem Plan beschäftigt und so weiter, wieder vor euch hintreten. Ich möchte sagen, will nicht in den Beruf kommen, Manager zu sein. Aber liebe Genossen, einige Dinge, wie sie jetzt laufen, kann man nicht mehr dulden. Der Willi Stoff sagt hier ein Beispiel über Erwin Kramer, dass der seine Schrauben nicht anspitzt, weil er da Hunderttausende von Mal gewinnt. No, das kann doch keine Regierung mehr machen. Wenn der Minister nicht in der Lage ist, die Dinge zu machen, muss man ihn zur Verantwortung ziehen. So wie wir auch einen Parteisekretär zur Verantwortung ziehen, wenn er nicht politisch führt und also desorganisiert. Wenn wir die Verantwortung nicht heben und jeder auf seinem Platz das zu erledigen hat, was entsprechend den Beschlüssen der Partei durchzuführen ist, kommen wir keinen Schritt weiter. Wenn wir das so machen, liebe Genossen, dann schickt uns gar nicht erst drüber in die Regierung. Wenn wir das so machen, dass wir weitergammeln und mit Mottenkugeln und Würfelzucker und die Dinge und die VVB und der betreffende Verantwortliche seine Dinge nicht ordnet, geht es nicht. Das sage ich euch. Ich habe jetzt auch 4 Jahre im zentralen Parteiapparat gearbeitet. Wir haben Gutes und auch Schlechtes und auch Versäumnisse, einverstanden. Aber wir waren am Mann. Und es kann nicht so sein, Genossen. Es gibt auch Diskussionen. Wer eine gute Idee hat, soll sie auch durchführen. Dann sage ich, wenn der Genosse Ulbricht eine gute Idee hat, soll sie auch durchführen. Wo kommen wir denn hin? Jeder auf seinem Gebiet organisiert seine Arbeit und wird gemessen an Leistung. Sonst geht es nicht. Und das müssen wir einführen, auch im Ministerrat. Und aufhören mit der Erzählerei, mit der ellenlangen Diskussion, die sich verläuft im Sand und nichts wird gelöst. Das löst auch kein Kommuniqué. Löst hinterher nicht. Das kann man noch so schön formulieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir 2 Dinge vor uns haben. Produktionsaufgebot weiterführen. Wir müssen den Plan erfüllen. Auch die Finanzseite, die kam zu kurz. Auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen wurde wenig gesprochen über Rentabilität. Wenig gesprochen über Beseitigung von Subventionen. Wenig gesprochen. Sie sprachen über Planübererfüllung. Sie sprachen über Erhöhung also der oder jener Produktion. Aber niemand hat gesagt, was kommt denn dabei raus? Wir haben ihm Beispiele gesagt, zum Beispiel in Erfurt. Ihr macht eine gute Produktion, zum Beispiel in Schema Rudisleben, Chemie, chemische Ausrüstung, dringend. Die Sowjetunion schreit danach, möchte ich sagen. Wir brauchen sie unbedingt. Aber niemand gibt euch doch das Recht, dass ihr von 22 Exportaufträgen bei 21 Verlust macht. Kann doch nicht sein. Kalkuliert doch und schließt die Verträge dementsprechend ab. Wir haben festgestellt bei der Vorbereitung für Moskau, dass solche Dinge gemacht worden sind, dass bei Exportaufträgen kalkuliert wird der Preis nach Kilo. Wir können uns in der Partei anstrengen, das Zentralkomitee kann noch mehr Beschlüsse fassen. Wenn wir so arbeiten, kannst du die Ingenieure nicht umlenken, dass sie Leichtbau machen, lieber Bruno Bader. Wenn du nach Kilo verkaufst, dann sagt der Werkleiter, je mehr drinsteckt, desto mehr Geld kriege ich, nicht wahr? Und so gibt es eine ganze Reihe von entscheidenden Fragen. Wir meinen so, Genossen. Der Außenhandelsminister hat es gemacht, aber Walter, du bist selber ständig auf dem Standpunkt, das müssen wir jetzt durchsetzen, dass der Außenhandelsminister nicht alleine machen kann, sondern dass der Werkleiter mit unterschreibt und er trägt die Verantwortung mit für die Kosten. Das müssen wir doch mal durchsetzen jetzt. Wir haben doch genug solche Beispiele jetzt erlebt, die einfach die Republik ruinieren. Das summiert sich doch, das summiert sich doch. Und Genossen, ich möchte noch etwas sagen in dem Zusammenhang. Wir haben doch eine riesen Phasenverschiebung zwischen unseren richtigen Beschlüssen, die wir hier gefasst haben, nach dem Parteitag auf jeden Plenum, prinzipiell und richtig. Ihr könnt sogar einen ganzen Teil nachlesen vom 22. Parteitag, dass unsere Beschlüsse vorher auch schon richtig waren. Aber die Phasenverschiebung zur Organisierung der Arbeit, die hält niemand aus. Wir kommen doch hier im Zentralkomitee in eine immer größere Voreilung. Die Menschen glauben uns das, jawohl, da geht der Weg hin. Aber das kommt doch zu schwerfällig nach. Das spüren doch die Genossen draußen. Guck doch, wie sie auftreten und wie sie kämpfen und wie die Dinge also sich stören. Ich meine so, Produktionsaufgebot richtig. Weiterführen, so wie der Inhalt steht und die guten Beispiele verallgemeinern. Genossen, aber mit dem Produktionsaufgebot kriegen wir nicht das, was gestern und heute hier besprochen worden ist. In der Information des Genossen Walter Ulbricht über die RGW-Tagung, Zusammenhang mit den Beschlüssen 14.5. Tag. Wir brauchen was ganz anderes. Genossen, ich sage euch ehrlich, ein bisschen was verstehe ich davon. So kompliziert und so schwierig wie die Aufgaben, und wir haben ja auch hier keine große Zeit, jetzt vor uns stehen, in der Volkswirtschaft insgesamt, waren sie noch nicht. Das müssen wir sehen.
Und wir brauchen hier einen Gleichklang, jeder auf seinem Gebiet einverstanden, einen Gleichklang zwischen der führenden Tätigkeit und vorausschauenden Tätigkeit der Partei und dem Staatsapparat. Ein Gleichklang in der Lösung von Schwerpunktaufgaben, sonst kriegen wir das nicht hin. Und hier ein Wort, ich will nicht weit ausholen. Wir haben also in Moskau mit dem Genossen Ulbricht, ich möchte sagen, er hat sich sehr große Mühe gemacht und hat sich sehr großen Kummer gemacht. Auch Nachtstunden gesessen und beraten. Wie kommen wir aus dem Kreislauf raus? Es gibt doch drei Komplexe. Der erste Komplex ist der, dass wir mehr investieren müssten. Wir müssten mehr investieren. Dass wir eine Reihe falsch investieren, schlecht investieren, das möchte ich jetzt mal beiseite lassen. Wir müssten mehr investieren. Die zweite Sache ist die, wir haben für die Investitionen, die wir aufbauen, oft nicht die Arbeitskräfte. Und die dritte Sache, der dritte Komplex ist der, dass wir also bitten, die Sowjetunion uns ständig hohe Kredite zu geben. Und der Kreis schließt sich nicht. Wir können nicht erwarten, dass die Sowjetunion jedes Jahr 2 Milliarden oder auch nur 1 Milliarde Kredite gibt. Für diese Fragen, wenn wir sie nicht in Ordnung bringen. Was bleibt uns übrig, Genossen? Wir haben nur den einzigen Ausweg, einen einzigen, den Weg der Wissenschaft und Technik mit aller Konsequenz einzusetzen. Nun, ich möchte anknüpfen an dem, was der Genosse Bader sagt. Meiner Meinung nach arbeiten wir zum Teil falsch. Diese Fragen kann nicht der Volkswirtschaftsrat als Apparat, die staatliche Plankommission als Apparat, alleine lösen. Wenn wir sagen, wir müssen den und den Betrieb jetzt umstellen, auf die und die Produktion, Konstruktion ist fertig, oder wir übernehmen Lizenz von der Sowjetunion oder was weiß ich, dann muss man sagen, mein lieber Bader, mit deinem Institut arbeitest du in diesem Betrieb. Wir haben folgenden Plan zur Umstellung. Bis dann und dann und dann und deine ganzen Erkenntnisse setzt du dort an. Das kriegt er als Auftrag, als direkten Auftrag. Er kann sogar Prämie dafür kriegen, wenn er es richtig macht. Aber nur so. Jetzt haben wir Folgendes, Genossen. Ich zeige das an einigen Beispielen dann. Dass die Institute zum Teil losgelöst arbeiten von allen Betrieben. Und wir haben es in den wenigsten Fällen bisher fertiggebracht, dass wir durch die staatliche Leitung die Institute festgebunden haben mit der Aufgabe des Betriebes. Und das müssen wir jetzt machen. Also, ich möchte dieses Ding abschließen hier und sagen, ich stelle mir vor, dass wir, wenn wir die Verpflichtung der Partei ehrlich erfüllen wollen und richtig erfüllen wollen, wenn wir als eine Regierung arbeiten und dort sorgen sollen, dass die Organisation, die Durchführung der Beschlüsse der Partei richtig als auf staatlicher Linie gemacht wird, dass aus den vielen Verordnungen, die da sind, eine Ordnung geschaffen wird. Und die Ordnung heißt durchsetzen, ob das eben mal passt oder nicht passt. Diese Gammelei, dass jeder macht, wie er es will, ob er Wissenschaftler ist oder auch, sagen wir mal, im Staatsapparat irgendwo arbeitet, muss man beseitigen, sonst kriegen wir es nicht raus. Als ich nach Erfurt kam, wurde mir dort gesagt, du kriegst also heute Kritik auf der Delegiertenkonferenz, und zwar werden die Sömmer da gegen dich auftreten. Ich sagte, das wird ja interessant, bitteschön, wer die stärksten Argumente hat, wird gewinnen. Bitte. Da gab es Folgendes. Ich war vor einiger Zeit in dem Betrieb und habe ihnen gesagt, wenn ihr euch nicht auf den Hosenboden setzt, dann rutscht ihr mit euren 10.000 Mann Betrieb, die ja Rechentechnik machen dort, wichtiger Betrieb, völlig ab. Wir verlangen von euch, dass ihr das Beste, was auf der Welt vorhanden ist, nehmt, auf dieser Grundlage weiterentwickelt und das, was da ist, erstmal in die Produktion einführt. Und wenn ihr Patente verletzt, wir exportieren ja nicht nur ein kapitalistisches Ausland, wo es Patentstreitigkeiten gibt, wir brauchen selber solche Maschinen, wir exportieren in sozialistische Länder, interessiert uns überhaupt nicht. Und es wird nachgebaut und habt dort auch so, ähnlich wie der Genosse Ulbricht hier auf dem Plenum erläutert hat, die japanische Methode. Gesagt, macht's doch so, Genossen, kommt doch schneller vorwärts. Da haben die da unten jetzt einen Riesenkrach gemacht. Der Abel ist selber Ingenieur. Will uns also unsere Ehre diskreditieren, die Ehre des deutschen Ingenieurs, der denken muss, der nicht nachkupfern darf und so weiter. Nur wir haben ihm gesagt, liebe Freund, du bist ein älterer Ingenieur. Bei den Kapitalisten, bei den Faschisten und den Hitler hast du dich ausnutzen lassen, im Krieg nachzubauen und geklaut, wo du klauen konntest. Für den Krieg. Heute willst du dich nicht ausnutzen lassen für den Frieden, für unsere Sache, damit dir es deinen Kindern und uns allen besser geht, damit wir den Frieden sichern. Du kämpfst doch am Reißbrett für den Frieden, ist dir das gerade nicht. Ich meine, Genossen, die Fragen der Umprofilierung wirft eine Reihe von ideologischen, politischen Problemen auf, wo man den Leuten deutlicher sagen muss jetzt, als nur auf die Schulter klopfen, sei so gut und begreif's. Geht nicht? Geht nicht?
gebe Ihnen Aufgaben, die müssen Sie abrechnen, auch der Ingenieur. Was haben Sie heute gemacht? Sie sind im Betrieb ein großes Stück weitergekommen. Er war vergammelt, zum großen Teil, ein großes Stück weitergekommen. In der Technologie, im ganzen Werkzeugbau, in der Produktivität sind Sie hochgekommen. Sie haben eine richtige Organisation eingeführt. Sie machen jetzt mehr sparenlose Verformungen, um wegzukommen von den Automatenarbeiten und so weiter. Das geht. Ich will nicht sagen, das ist 100%, aber es geht. Metrische Werkwärmer, das dasselbe. Jetzt darf man nur Folgendes nicht machen, Genossen. Auch in unserer Kontrolle gibt es einen Fehler. Kontrolliert doch auf der Grundlage des Fortgeschrittenen, was sich dort entwickelt. Wenn solche Betriebe aus dem Dreck rauskommen und gerade den Kopf über Wasser haben, dann kommen Kontrollorgane und sagen, wollen wir mal sehen, was dort noch alles nicht funktioniert. Anstatt zu helfen, mit diesem positiven Schwung den Rest mit vorwärts zu reißen, dann krabbeln die von allen Seiten rum und sagen, da noch was und dort noch was und der Werkleiter und so weiter. Kann man doch nicht machen. Ich meine auch, dass man die Dinge ändern muss. So, Genossen, in dem Zusammenhang gibt es ein Riesenproblem. Ich habe in Erfurt auf der Bezirksdelegiertenkonferenz den Werkleiter vom VEB Schuhfabrik Schäfer dort öffentlich rausgestellt und habe gesagt, du bist ein Held, du bist ein Patriot der DDR. Was hat er gemacht? Der ist in den einigen Ländern, ich spreche hier ja nicht für die Zeitung, wir müssen uns ja verständigen, der war in der CSR, in dem ehemaligen Patria-Betrieb, der war in anderen Ländern und hat dort, ich nehme das Wort, mit den Augen geklaut, was möglich war. Und hat es, der hat auch nicht mehr Geld als andere Betriebe, hat auch keine anderen Begünstigungen als andere Betriebe, und hat dort alles umgesetzt. Der hat den ganzen Transport verändert, der hat nicht eine Arbeitskraft mehr, hat die Produktion wesentlich gesteigert, jetzt sind sie dran und machen also den Zuschnitt, haben sie verändert, die Qualität treiben sie noch ein Stück hoch. Der hat die Organisation völlig verändert, mit den Arbeitern zusammen, und steht heute so da, steht heute so da. Solche haben wir zu wenig. Wir haben zu wenig Leute, die sich umgucken und umsetzen. Und umsetzen. Wir haben ihm gesagt, ihr könnt doch auch einen Schnaps trinken, sollt ihr auch. Ihr sollt auch von Freundschaft sprechen. Wir haben doch keine Konkurrenz zueinander, wenn ihr nach Polen, CSR, Rumänien oder irgendwas. Aber wir haben doch einen gesunden Wettbewerb, wir wollen doch vorwärts kommen. Der Entwicklungsstand der Arbeiterklasse ist unterschiedlich. Der Entwicklungsstand der Intelligenz ist unterschiedlich. Dort gibt es also historische Dinge, dort gibt es historische Dinge. Die sind ein Stück weiter, wir sind ein Stück zurück. Aber können wir uns denn das nicht gegenseitig übernehmen und vorwärts treiben in diesen Dingen, damit wir es erkennen? Das ist eine wichtige Frage. Und die meisten machen es nicht. Die laufen dort rum, halten große Reden, lassen sich aus in irgendwelchen also Freundschaftsgesprächen nur und bringen nichts mit. Bringen nichts mit. Und einige nehmen sogar mit, aber bringen nichts mit. Und das müssen wir auch unterbinden. Anders geht es doch nicht. Das ist doch ein ehrlicher Kampf. Und der Genosse Gruschow und Genosse Ulbricht haben das richtig entwickelt, auch in Moskau, in ihren Referaten. Genossen, ich kann nicht allzu lange reden, aber ich möchte doch ein paar Beispiele bringen. Ich grübel seit einer ganzen Weile und muss sagen, seit der Beratung Moskau ist besonders schwierig mit Genossen Ulbricht, Honecker und den anderen Genossen, die dabei waren. Was kann man denn noch anders machen, damit diese Gammelei aufhört? Dass wir mehr Freude haben und auch noch schneller vorwärts kommen, auf den Gebieten der Technik und der ganzen Organisation. Wir entwickeln neue Sachen. DDR, neue Sachen, die den Weltstand bestimmen. Die ans Weltniveau rankommen und zum Teil den Weltstand bestimmen. Und jetzt gibt es bei uns keine Organisationsmethode, dass das mit Druck eingeführt wird. Wir reden immer nur allgemein, dass sich Wissenschaftler beklagen, dass wir voraus sind in den vielen Gedanken, aber niemand führt es ein. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben die Geschichte von dem Professor Denner aufgegriffen, diesen Mehrkammerstrahlofen. Das war ein Drama. Der hat sich dann an uns gewandt. Wir haben uns also mit dem Genossen Markowitsch in Verbindung gesetzt, als er noch Metallurgie machte, dann mit dem Genossen Seltmann. Deswegen sage ich, das ist ungeheuer schwierig. Das ist für das Zentralkomitee genauso schwierig wie für eine Bezirksleitung oder eine Kreisleitung. Den Knoten durchzudrücken, dass das produziert wird. Man muss jetzt im Staatsapparat eine Ordnung schaffen, dass man muss differenzieren, sonst ziehen wir zu viel rauf. Die Dinge, die erfunden werden, die Weltstand bestimmen oder das Weltniveau überhaupt bestimmen, in der DDR geboren werden, muss ein Beschluss des Präsidiums des Ministerrats nach vorheriger genauer Berechnung, muss jemand beauftragt werden und dann wird beschlossen, in den und dem Betrieb, in der und der Zeit, mit Hilfe dieses Instituts oder des Wissenschaftlers, der Idee hatte, wird das Ding eingeführt. Dann muss vorlegen, wohin exportieren wir, wie exportieren wir, was brauchen wir selbst und wie soll sich das ganze Ding gestalten. Meiner Meinung nach geht es nicht anders. Wenn man das überlassen, dem Betrieb, der VVB oder Bezirkswirtschaftsrat, kommen wir nicht hin. Hier brauchen wir eine ganz feste Methode für diese neuesten Geschichten.
Genossen, ein paar kurze, ganz kurze Dinge im Zusammenhang mit der Planung. No, der Genosse Ulbricht hat ja nicht so viel Raum und Zeit gehabt in seinem Darlegung, nur alle Momente, die mit der Profilveränderung zusammenhängen, bis ins Einzelne darzulegen. Dazu haben wir ja Organe, die das jetzt ausarbeiten müssen. Auch die Methode der Betriebsumstellung. Und lieber Genosse Bade, ich bitte dafür, dass man solche Informationen nicht nach draußen gibt. Es geht nicht um die Betriebsumstellung aller Betriebe und ein völlig neues Produktionsprofil der Volkswirtschaft der DDR. Wir haben ein Produktionsprofil. Es geht darum, gezielt die Dinge zu organisieren. Wenn du 100 Betriebe in Angriff nimmst und willst die umstellen, das Loch hält niemand aus. Und dein Gehalt ist dann auch gefährdet. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Sondern man muss rangehen von Betrieb zu Betrieb. In manchen Betrieben, Genossen, ist es nur eine Abteilung. Also ich bitte, das sehr differenziert zu betrachten, damit man, und richtig auszuarbeiten, damit man also zur Methode der Umstellung. Der Volkswirtschaftsrat hat in Verbindung mit den Untersuchungen der Veränderung der Arbeitsweise und Vorschläge der Struktur und so weiter des Bezirkswirtschaftsrates Leipzig eine Reihe Vorschläge entwickelt, wie man an Zusammenlegung, an die Veränderung bei der Veränderung des Produktionsprofils herangeht, der örtlichen Wirtschaft, der Gedeiherz hat es beschlossen und der Regierung überwiesen, sie sollen das also jetzt richtig anwenden in der Arbeit. Ich meine so, was brauchen wir? Ich verstehe, das Politbüro, Zentralkomitee, den neuen Aufträgen zur Profilveränderung auch in folgender Weise. Eine Profilveränderung kann zustande kommen, wenn ich dem Erzeugnis eine neue Qualität gebe. Ich muss ja nicht immer nur noch andere Erzeugnisse suchen. Eine neue, höhere Qualität. Und ich meine, Genossen, dass bei uns die Fragen der Qualität nicht groß genug geschrieben werden. Oft haben wir gar keine schlechte Erzeugnisse. Aber mindere Qualität. Mindere Qualität. Was will ich sagen? Die Fragen der Profilveränderung, wir werden das für 63 noch nicht ganz alles hinkriegen in der Planmethodik, verändern unser ganzes System in der Methodik der Planung, wie sie jetzt also praktiziert wird, in der Bilanzierung, in der Abrechnung. Warum? Warum? Das muss auch noch ausgearbeitet werden. Sagen wir, wir produzieren im Fürstenwalde jetzt Reifen. Reifen. Die Reifen laufen jetzt 60.000 Kilometer, da sind sie verschlissen. Wenn wir jetzt in der Lage sind, eine neue Mischung mit neuen Kautschuk und so weiter zu bringen und bringen eine Laufzeit von 100.000 Kilometer raus, dann brauchen wir weniger zu produzieren. Und der volkswirtschaftliche Nutzeffekt wird größer. Wir brauchen weniger Material, wir brauchen weniger Arbeitszeit fürs Erzeugnis. Müssen wir die Planung umstellen? Jetzt ist so, wenn der Betrieb seine 300.000 Reifen, sagen wir mal, ist beauftragt 300.000 Reifen nicht produziert, ist er benachteiligt. Da kann er die Qualität so hoch getrieben haben, wie er will. Er ist benachteiligt. Er kriegt keine Prämien, das wirkt auf die Belegschaft ein. Man muss das System der Planung im Zusammenhang mit der Umprofilierung in Richtung auf höhere Qualität völlig verändern. Du musst neu messen, die Abrechnung, nicht nur die Produktivität, sondern die Abrechnung des Wertes, die Abrechnung des Produktes. Muss man ändern, sonst kriegen wir das nicht rumgedreht. Oder wenn wir in der Lage sind, bessere Darmstümpfe zu produzieren, die nicht bei jedem Festhängen gleich aufreißen, höhere Qualität, brauchst du weniger. Und hier komme ich auf ein Beispiel, um das Kapitel abzuschließen. Luise Ermisch sprach in Erfurt als Werkleiter. Sehr gut. Genossen, es ist ja nicht nur so, dass wir zurzeit eine falsche Propaganda machen in unseren Zeitungen über Kleide dich neu. In Erfurt im Volk haben wir gesehen, auf der Delegiertenkonferenz war drin ein Bild, da steht eine Frau mit einem Bügeleisen auf dem Kleid, auf dem Bügelbrett, dass es dampft und drunter steht, macht's nichts, kleide dich neu. Das heißt, wir vernichten. Wir vernichten und wir verlangen vom Genossen Ulbricht, dass er rüberfährt und sagt, Nikita Sergejewitsch, gib mir Baumwolle. Wir können nicht genug produzieren. Entschuldigt, das ist doch völlig falsch. Die meisten Kredite, die wir gekriegt haben, haben wir doch gerade für solche Zwecke verwandt. Für Nahrungsmittel und für also Grundstoffe für Versorgung. So, aber jetzt kommt Folgendes. Genossen, unsere Planungspraxis, das muss Plankommission und Volkswirtschaft zusammen machen, jetzt bis in den Betrieb hinein, ist falsch. Ihr kriegt es nie raus, wenn wir die Methode nicht sofort ändern. Noch in diesem Jahr. Warum? Sie hat eine Auflage für 400.000 Stück Kinderkleider aus Zellwolle.
Der Handel bindet nur 250.000, weil es kalt war jetzt bis Mai, hat er Angst, dass er im Sommer nicht los wird, er wird gedrückt, Überbleibestände weg, 250.000. Sie griff fürs Kinderkleid 6 Mark und soll jetzt Schürzen produzieren für 4 Mark. Gibt einen ganz neuen Betriebsplan. Ihr hilft niemand. Niemand! Entweder sagt die Luise, mir egal, Material habe ich, jetzt produziere ich Kinderkleider, auf Teufel komm raus, ja, und werde dann sehen, wo sie der Bezirk einlagert. Nimmt niemand ab. Genossen, wir müssen doch umstellen. Der Plan ist doch kein Dogma. Der wird doch aufgestellt als Richtung. Der Plan ist das Gesetz unseres Handelns, einverstanden. Aber zum Plan müssen wir doch jetzt bei dieser Lage der Umstellung, der Bedarfsbefriedigung, müssen wir doch Parteigewissen entwickeln, so stelle ich mir das vor. Und wenn das nicht stimmt, dann verlange ich von meiner übergeordneten Leitung, dass das Ding innerhalb von 8 Tagen erledigt ist. Sonst produzieren wir sonst was. Sonst was, was niemand braucht. Was nicht braucht. Die Beispiele liegen hier. Ich will hier nicht also sagen, dass das aus der Luft gegriffen ist. Das ist nicht wahr. Und ich meine auch so, Genossen, wir dürfen nicht erschrecken. Der Genosse Mewes, die Plankommission, zusammen mit dem Statistischen Zentralamt, muss jetzt Ausarbeitungen machen, wie das zukünftige Abrechnungswesen geschehen soll. Wenn wir umprofilieren, wenn wir verändern, ist der prozentuale Vergleich nicht mehr möglich. Und wir sagen dann, so, wir haben nur 2% und sind dann unzufrieden. Genossen, ich bin der Meinung, auf einigen Gebieten sind 2% mehr als 12, die wir jetzt machen. Wenn wir in der Konfektion umstellen, ja, ich mache gleich einen. Ich sage, das ist so interessant, da kannst du nicht. Wenn wir in der Konfektion umstellen und machen wirklich Qualität und schneiden Baumwolle, Wolle und Chemiefasern so, dass der Gebrauchswert sich erhöht, der Verschleiß verringert wird und machen etwas weniger, hast du zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden. Du setzt im Export besser ab und hast eben nicht 8%. Das kann man euch nicht so schematisch machen, wie ich das jetzt hier sage. Aber ich sage nur, mit der Umstellung der Produktion kommen einige andere qualitative Begriffe zum Vorschein und darauf müssen wir eingestellt sein. Wir können einige Dinge nicht vergleichen in den nächsten Jahren. Und das tut uns gar nicht weh, ob wir die Prozentsache vergleichen oder nicht vergleichen. Ich möchte zum Schluss noch 2 Fragen kurz streifen. Wir haben den Forschungsrat gewisiert. Hier gibt es eine ganze Reihe Mitglieder des Forschungsrats, die hier sitzen. Rumpe, Rienecke, Bade und so weiter. Zu Recht kritisiert. Jawohl, zu Recht kritisiert. In Verbindung mit der Plankommission, zu Recht kritisiert. Wir haben uns doch auseinandergesetzt im Politbüro mit einer Reihe von Fragen, die objektive Schwierigkeiten beinhalten, einverstanden, die gelöst werden müssen. Aber Genossen, ein großer Teil, daneben waren subjektive Schwierigkeiten. Nichts bei untergeordneten Mitarbeitern. Wenn wir das Zusammengehen jetzt bei dieser komplizierten Problematik, wie Sie vorhin stehen, nicht organisieren, wenn nicht jeder sein Teil trägt, wenn nicht der Rucksack im Kreuz so viel drückt, dass keine Überheblichkeit rauskommen kann, keine Selbstzufriedenheit, keine Oberflächlichkeit, Genossen, unterhalten wir uns in der nächsten ZK-Tagung hier über ernste Fragen, über ernste kadermäßige Fragen. Dieser Prozess vom Problem her der Lösung der Aufgaben muss ein großer Erziehungsprozess werden für unsere leitenden Kader. Ich habe in Erfurt gesagt, für die Werkleiter beginnt eine schlimme Zeit. Sie haben mich verstanden. Und Genossen, wir haben so offen gesprochen, dass die Delegiertenkonferenz an dem Punkten, wo es niemand der Wahl hat, geklatscht hat. Jawohl, Sie sagen, da gehen wir ran. So machen wir das. Und dort müssen wir die Kader erziehen und entwickeln. Nachdem im nationalen Dokument über die geschichtliche Aufgabe der DDR und die Zukunft Deutschlands die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass die Großbourgeoisie das Recht auf Führung der Nation verwirkt hat und die Arbeiterklasse im Bunde mit allen demokratischen Kräften dazu berufen ist, die Geschicke Deutschlands zu lenken, wird nunmehr dieser historische Anspruch der deutschen Arbeiterklasse im Einzelnen bewiesen. Damit tritt zugleich auch die geschichtliche Rolle der DDR noch deutlicher hervor. Denn die heroischen und opferreichen Kämpfe der deutschen Arbeiterklasse und ihrer revolutionären marxistischen Partei sind das Fundament, auf dem der erste Arbeiter- und Bauernstaat in der deutschen Geschichte beruht. Der Grundriss stellt eine schöpferische Anwendung des historischen Materialismus bei der Erforschung und Darstellung der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung dar. Er macht vor allem die Kontinuität des Kampfes seit dem Manifest der Kommunistischen Partei klar. Die Tatsache, dass die revolutionären Kräfte der deutschen Arbeiterklasse niemals das Ziel aus dem Auge verloren, den Kampf für Sozialismus, Frieden und Demokratie konsequent führten und Schritt für Schritt dem Ziel näher rückten.
Im Einklang mit den historischen Tatsachen wird die Entwicklung als ein gesetzmäßiger Prozess und der Klassenkampf als treibende Kraft der Geschichte dargestellt. Dem Grundriss liegt die wissenschaftliche Erkenntnis zugrunde, dass sich die Revolutionäre Partei der deutschen Arbeiterklasse im Prozess des Klassenkampfes entwickelte, in einem widerspruchsvollen Prozess des Kampfes gegen die Kräfte der Reaktion und des Imperialismus. In Übereinstimmung mit der objektiven historischen Gesetzmäßigkeit verlief dieser Prozess trotz aller Schwierigkeiten, Rückschläge und Opfer in aufsteigender Linie, das heißt zugunsten der Kräfte des Fortschritts und des Sozialismus. Man muss hervorheben, dass unsere Partei die einzige Partei in Deutschland ist, die über eine solche objektive, wissenschaftliche und zugleich optimistische, vorwärtsweisende Geschichtsauffassung verfügt. In der Geschichtsschreibung der Imperialisten und auch der rechten Sozialdemokraten tritt uns ein ganz anderes Bild entgegen. Das bürgerliche historische Denken hat längst, wenn man so sagen darf, seine heroische Epoche verlassen, wo es wie in Hegels Geschichtsbetrachtung in den Etappen der menschlichen Geschichte noch den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit erblickte. Bereits seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts herrscht in der bürgerlichen Geschichtsbetrachtung die Ratlosigkeit, wird jede Gesetzmäßigkeit der Geschichte geleugnet und dem Mystizismus das Wort geredet. So schreibt der westdeutsche Historiker Theodor Schieder in einer Betrachtung über Grundfragen der neueren deutschen Geschichte in Historische Zeitschrift Heft 1 im Februar 1961. Wohin wir schauen, ist das Ziel der Geschichte in Nebel gehüllt und die Antwort auf die Frage, wohin der Lauf der Geschichte treibt, schwieriger geworden. Und auf dem Kölner Parteitag der SPD hat bekanntlich vor kurzem Waldemar von Knöring erklärt, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht zu beantworten sei. Dieser Geschichtspessimismus, diese Ratlosigkeit widerspiegelt im Grunde genommen nur, dass der Imperialismus keine Perspektive hat und seine Apologeten in den Reihen der westdeutschen Historiker dies sehr gut spüren. In ihren pessimistischen Äußerungen drückt sich die Sorge und Hoffnungslosigkeit einer Gesellschaftsklasse aus, deren Zeit vorbei ist, die das Bewusstsein ihrer eigenen Vergänglichkeit und Überlebtheit nicht mehr bannen kann. Wenn das Leben keinen Sinn hat, wenn das Ziel der Geschichte in Nebel gehüllt ist, welchen Sinn hat es dann, sich überhaupt mit Geschichte zu befassen? Welchen Sinn hat dann die Geschichte? Der amerikanische Automobilkönig Ford sagte einmal kurz und bündig, Geschichte ist Unsinn. Natürlich muss ihm und seinesgleichen die Geschichte missfallen, denn ihre Logik ist unerbittlich. Sie lehrt, dass die kapitalistische Gesellschaft, wie Karl Marx im Kapital feststellte, kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus ist, dass sie vergänglich ist und einer neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung Platz machen muss. Dass dieser Prozess mit der Verwirklichung des Sozialismus in der DDR bereits auch in Deutschland begonnen hat, dass der Sozialismus schließlich in ganz Deutschland siegen wird, ist eine Grundidee des vorliegenden Grundrisses. Die marxistische Geschichtsauffassung geht also nicht von der Sinnlosigkeit, sondern von dem tiefen Sinn der Geschichte, nicht von der Gesetzlosigkeit, sondern von der Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen Geschehens aus. Und der Grundriss zeigt, wie der Kampf der deutschen Arbeiterklasse um eine glückliche Zukunft Deutschlands erfolgreich geführt wird. Ich halte es, wie auch andere Diskussionsredner, für einen Mangel unserer Geschichtswissenschaft, dass sie den geschichtstheoretischen Untersuchungen, den Fragen des historischen Materialismus wenig Aufmerksamkeit schenkt. Obwohl im Beschluss des Politbüros vom Juli 1955 über die Aufgaben der Historiker ausdrücklich die Behandlung der Grundprobleme des historischen Materialismus gefordert wurde. Dazu gehören auch die Probleme des Sinns der Geschichte, der historischen Gesetzmäßigkeiten in der deutschen Geschichte und die Auseinandersetzung mit der pessimistischen, irrationalen Geschichtsphilosophie des Gegners. Im Grunde genommen gibt es bisher bei uns keinerlei umfassende geschichtstheoretische und geschichtsphilosophische Arbeit aus der Feder eines Historikers oder Philosophen, die aufgrund der geschichtlichen Erfahrung begründet, warum der Sozialismus in Deutschland objektiv notwendig ist und siegen wird, während die kapitalistische Herrschaft in Westdeutschland nicht fertig wird mit ihren antagonistischen Widersprüchen und zum Untergang verurteilt ist.
Dadurch, dass die Abteilungen bereits jetzt konkrete Kenntnisse über Kapazitäten und Erzeugnisse der Betriebe haben, als das der Wirtschaftsrat früher hatte, konnten Exportverträge bis Ende des Jahres in solcher Höhe abgeschlossen werden, dass wir den Exportplan 62, was am Anfang des Jahres 61 noch gar nicht so sichtbar war, also am Ende des Jahres 61, Anfang des Jahres 62, können wir jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass der Exportplan 1962 der bezirksgeleiteten Industrie mit ca. 107% erfüllt wird, das heißt mit ca. 8 Millionen D-Mark überfüllen werden. Das sind die Ergebnisse, die sich auch schon sichtbar abzeichnen aus einer solchen Methode der neuen Leitungstätigkeit. Natürlich, Genossen, wird jetzt aber noch andere Dinge. Jetzt, nachdem wir qualifiziert die Kader einsetzen, Genossen, kriegen wir praktisch das ganze Gesicht, sowohl in seiner schönen Gestaltung, aber auch mit den vielen Mitessern unserer Wirtschaft im Bezirk also zu sehen, was vorher gar nicht so war. Das heißt, die qualifizierte Leitung, diese Kader, die, ich sagte, unvoreingenommen, entdecken natürlich jetzt auch viele, möchte ich sagen, Dinge, Genossen, die wir alle übersehen haben. Das kommt an die Oberfläche. Das muss man sogar fördern, das ist gut so, damit wir es ausmerzen können. Man darf also nicht davor zurückschrecken, wenn also Dinge sichtbar werden, sagen, nur also das könnte sozusagen dem Bezirk irgendwie schaden. Nein, Genossen, man muss mutig die Dinge anfassen, herausholen und dann im Prinzip ändern. Ich möchte, weil von dieser Seite aus der Qualität, also Genosse Ulbricht, ich habe, glaube ich, richtig verstanden, mit dem Sport, mit dem Fußball die Orientierung gab. Nur im Sport überhaupt. Wenn unsere Sportmannschaften also Weltniveau haben wollen, sollen sie sich orientieren. Das ist richtig. Die Sekunden beim Schnelllauf, die in der Welt Höchstleistung sind, die Sekunden, die zählen, keine anderen. Ich bin ja absolut einverstanden, aber ich möchte diese Seite doch von einer anderen Seite noch beleuchten, im Zusammenhang der Qualität. Nämlich, das hat etwas mit der Industrie zu tun. Manchmal ist es so, Genossen. Ich bitte, dass mich die Genossen des Sportes, die hier sind, nicht falsch verstehen. Ich akzeptiere absolut die Leistung des Sportes. Ich bin sogar ein warmer Befürworter für Fußball, wenn wir auch Leipzig-Lok jetzt einige Niederlagen gekriegt haben, das wird sich ändern. Aber Genossen, ich will ganz woanders hin. In diesem Zusammenhang der Qualität, Genossen, muss man aber auch im Sport etwas ökonomischer denken und sich Überlegungen anstellen, dass man nicht unnütz, ich betone unnütz, Geld zum Fenster hinauswirft, das heißt also Devisen. Was meine ich? In der Abteilung Leder, Schuhe, Rauchwaren gibt es den Betrieb VEB Zelta Taucher bei Leipzig. Zelta. Bei Leipzig. Dieser Betrieb stellt unter anderem Sportbälle her. Also eine ganze Serie von Sportbällen. Handbälle, Wasserbälle. Und er erhielt dafür das Gütezeichen Kugelosen. Nun, ich kann nicht wissen, ich weiß jetzt momentan nicht im Republikmaßstab, soll man überhaupt die Produktion dort aufrechterhalten oder soll man sie einstellen? Aber er erhielt das Gütezeichen Kuh. Also, wir können sehen, Qualität. Und wir exportieren. Aber Genossen, ihr glaubt gar nicht, wie konservativ, entschuldigt vielmals unsere Genossen des Sportes sind, die mit Bravour Devisen ausgeben, aber uns nicht begründen, warum sie mit unseren Bällen nicht spielen können. Die lehnen das ab. Aber dann haben wir ihn, einen Moment, Paul. Wenn das so wäre, dass ja alle Spiele gewonnen würden mit ausländischen Devisen, dann müsste man sich das auch noch überlegen, ja, trotzdem. Wir sind dafür, dass man mit der D-Mark auch Weltniveau erreicht, das heißt, die sich über diesen Weg also abrechnet. Ich verstehe nicht, wir haben den Genossen angeboten, sie sollen wenigstens mal Testspiele machen. Die rühren sich gar nicht, die lehnen ab. Genossen, ich denke, in der Ideologie muss man etwas ändern. In der Ideologie muss man etwas ändern. Das geht doch nicht. Aus Ungarn, aus Westdeutschland, Firma Sensor, wo die Dinge alle herkommen. Nur, liebe Genossen, wir haben Gütezeichen Kuh, exportieren sie auch. Und wahrscheinlich werden unsere Mannschaften im Vergleich mit anderen Mannschaften im kapitalistischen Ausland mit unseren Bällen dann geschlagen. Das heißt von den kapitalistischen Fußballmannschaften. So, hört mal zu, was ist denn das für eine Ökonomie? Das war früher mit den Fahrrädern auch so. Hast recht, Walter. Und dann haben wir unsere Fahrräder gegeben, hat sich erwiesen, dass sie damit gesiegt haben. Also, dann verstehe ich das so, dass Genosse Walter Ulbricht mein Argument hier unterstützt. Jawohl. Ich bitte die Genossen, dass sie sich das überlegen. Oder sollen uns sagen, dass wir sie nicht produzieren brauchen. Oder sollen uns sagen, was noch verbessert werden muss. Und das ist kein unerheblicher Devisenaufwand. Nehmen wir noch eine andere Seite, Genossen. In der Abteilung Möbel Holz gibt es den Betrieb Sitzmöbelwerke Waldheim. Der Betrieb ist der modernste seiner Art in der Republik.
Also Sitzmöbel, ne? Genuss auf Möbel sitzt man ja auch meistens, ja? Ich verstehe, Walter, ich habe jetzt... Nein, du hast die Beilage des Neuen Deutschland heute noch nicht gelesen. Nein, habe ich nicht gelesen. Na also, deshalb lachen die gelassen. Trotzdem, Genossen, werde ich meine Bemerkung dazu machen. Unabhängig. Ich kann dir nicht sagen, wenn man mich fragt, wie geht dir's, Genosse Paul, da kann ich ja nicht sagen, wie es in Neuen Deutschland steht, sondern ich muss ja meine Probleme erstellen, ja? Ja, natürlich. Genossen, dieser Betrieb, ich meine nur vom Problem aus mal darlegen, dieser Betrieb ist vorbildlich ausgerüstet. Es kann sein, Genossen, dass wir in der ganzen Republik eine Überkapazität haben. Das muss man also Volkswirtschaftsrat abstimmen. Die Produktivität dieses Betriebes liegt weit über den Republikdurchschnitt. Und zwar bei 52.500 D-Mark. Pro Kopf. Das ist keine Kleinigkeit. Da kann man sich sehen lassen. Und ich glaube, neidlos werden das auch andere Industriezweige anerkennen müssen, dass es eine gute Leistung ist. Genossen, nun hat der Betrieb, und ich unterstütze das, hat eine hohe Akkumulationsrate, das heißt also Produktionsabgabe von 105%. Das ist doch der Sinn und Zweck, dass wir auch aus der Abteilung 2 Gelder bekommen zur Akkumulierung für 1, ist doch richtig. Aber Genossen, gegenwärtig hemmen uns finanzpolitische gewisse, möchte ich sagen, Kurzsichtigkeiten oder Nichtdurchführung von bestimmten Dingen, die wurden auch im Referat angesprochen, nämlich Festpreise daran, dass ein solcher modern hoch ausgerüsteter Betrieb weiter zum Nutzen der DDR arbeiten kann. Warum? Der Handel, Genossen, der macht also breite Politik in dem Sinne. Das kann ich nicht drum verdenken. Der kauft dort jetzt, wo es billiger ist. Und in derselben Produktionsbranche erzeugen Produktionshandwerkergenossenschaften, halbstaatliche Betriebe und Handwerksbetriebe dieselben Möbel, haben höheren Produktionskosten, höheren Materialverbrauch, aber Genossen, ihre steuerliche Belastung oder Abgabe ist im Verhältnis zu unserem Betrieb so niedrig, dass sie dem Handel diese Produkte billiger anbieten können. Und nicht mal in der guten Qualität zum Teil. Das heißt also, im Grunde genommen finanzieren wir über Umwegen, Genossen, eine niedrige Produktivität, und ein solcher Betrieb, ein solcher Werkleiter, eine solche Leitung wird im Grunde genommen durch solche finanzpolitischen Dinge, weil wir keine Festpreise haben auf dem Gebiet, sind doch keine da, und deswegen ist die Forderung berechtigt, das einzuführen, hindern wir, dass sich andere Betriebe überlegen, dass man es einführt. Warum? Sie stehen ja dann auf ihren Ergebnissen und kommen nicht weiter. Also das muss geändert werden, und ich möchte sagen, ich begrüße ganz besonders diese Seite, die der Genosse Walter Ulbricht vom Standpunkt, also der Festpreise, also gemacht hat. Gesagt, wird in diesem Monat im Ministerrat behandelt. Also, dann ist er ausgezeichnet. Also Genossen, das waren eigentlich eine Reihe solcher Fragen, die ich hier stellen wollte. Natürlich die Schlussfolgerung, die sich dafür für die Parteiarbeit in den Bezirken ergeben, sind ja hier gemacht worden. Ich möchte sagen, Genossen, das ist vom Standpunkt der Änderung der Leitung eine Umwälzung direkt. Eine Umwälzung ist das. Man muss sich das alles, das hat große Konsequenzen. Aber ich bin persönlich felsenfest davon überzeugt, dass die Vorschläge in der Praxis, wenn sie verwirklicht werden, gut, klug und richtig durchgeführt werden, zur weiteren Festigung der Arbeit- und Bauernmacht führen, die ökonomische Position der DDR stärken, Genossen, und das ist doch im Grunde genommen auch unser Beitrag für den Kampf um den Frieden, wie es im Referat des Genossen Walter Ulbricht gesagt wird. Also Diskussionsstoff haben wir noch genügend. Vom Standpunkt der Leitung der Partei müssen wir uns also alle zusammen den Kopf anstrengen, wie wir das also organisieren. Es gibt bestimmte Vorstellungen, und wahrscheinlich wird es zweckmäßig sein, dass, wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist, besonders mit den Genossen, ich würde so einen Vorschlag machen, Sekretären aus den Bezirken eine Beratung durchzuführen, damit wir also sozusagen schon erste Möglichkeiten haben, unsere Erfahrungen zu übermitteln, aber auch zu fragen, wo wir nicht weiterkommen. Ich schlage das also vor, und damit, Genossen, möchte ich meinen Beitrag also sozusagen abschließen. Ich möchte Folgendes sagen. Welche Aussichten haben wir denn drin?
Ein sowjetischer Wissenschaftler, der vor 6 Jahren hier bei uns war und der inzwischen wiedergekommen ist, einer der besten Halbleiterleute, die es dort gibt, Nasserev-Reicher. Der Genosse Nasserev sagte mir Folgendes, der kennt Westdeutschland sehr genau, er war bei Siemens und überall. Der sagt, wenn man bei den Westdeutschen das, was sie von den amerikanischen Konzernen mitverwenden, weglässt, habt ihr mehr gemacht. Denn ihr habt nicht diese Kooperation gehabt. Warum haben wir sie nicht gehabt? Ich möchte sagen, ich scheue mich nicht, das auszusprechen. Wegen der eminenten militärischen Bedeutung der Elektronik ist in befreundeten Ländern die Elektronik nicht offen. Genossen, ich war in der Sowjetunion, ich habe die Sachen gesehen. Aber das ist nicht offen. Die Sache ist so, die Zusammenarbeit ist dadurch sehr kompliziert. Wenn man die Elektronik hier gemacht hätte, sozusagen in einer anderen Unterstellung, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Entschuldigt, dass ich... Bei der gesamtdeutschen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist praktisch nichts herausgekommen. Nein, nein, das ist die gesamtdeutsche Zusammenarbeit, soll man hier in diesem Fall nicht erwähnen. Das ist nicht das Richtige. Bitte schön. Ja, Genossen, jetzt komme ich darauf hin. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Die Geschichte ist natürlich so. Ich möchte nicht, also ich verstehe den Gedankengang, Genosse Walter, aber ich möchte Folgendes sagen. Lass mich meinen Gedankengang zu Ende entwickeln. Ich glaube, das kommt hin, nicht? Die Sache ist so. Westdeutschland. Der Hinweis ist hochinteressant von Genossen Walter. Also ich möchte sagen, das ist wirklich, man kann sagen, man muss sich doch an das Problem herannähern. Und ganz realistisch. Also ich wollte eigentlich in dieser Phase erstmal dartun, wir haben allen Grund zu erwarten, dass wir es schaffen. Wir müssen es nur so machen, ich habe es so ausgedrückt wie die Japaner. Nun möchte ich Folgendes sagen, ich möchte aber doch, bitteschön, sag das nicht so, Genosse Fröhlich, sieh mal, das ist die Frage wieder, dann haben wir wieder die ideologische Auseinandersetzung. Ich komme darauf zurück, das ist also eben das Vertragte an der Sache. Also, mit den japanischen Methoden möchte ich Folgendes sagen. Wir sollten uns überlegen, dass die Frage des Schwierigkeitsgrades tritt und zwingt, auf dem Gebiet der Bauelemente zu differenzieren. Ich möchte vorweg Folgendes sagen, dass zum Beispiel in unserer Kommission die Meinung etwa so sind, dass bei 1, bei Röhren die Sache viel einfacher ist und im Rahmen der jetzt gepflegten Usancen des Nachbauens für Beachtung von Patenten weiter betrieben werden kann, weil tatsächlich auf dem Gebiet unsere Situation so ist, dass wir mitziehen. Ebenfalls bei den Sinterbauten. Ich komme darauf auch noch zurück, da müssen wir noch etwas veranlassen. Bei den spezifischen Halbleiterbauelementen ringt sich langsam die Erkenntnis durch, dass die einzig vernünftige Reaktion ist, rücksichtslos nachzubauen. Nun ist es sehr leicht gesagt, rücksichtslos nachbauen. Ohne Voraussetzung kann man nicht rücksichtslos nachbauen. Was gehört dazu? Es gehört dazu eben, wie ich sagte, gewisse wissenschaftliche Kenntnisse. Diese wissenschaftlichen Kenntnisse müssen auf dem höchsten erreichbaren theoretischen Niveau dargestellt werden. Das müssen wir sicherstellen. Zweitens, es gehört dazu eine technologische Erfahrung. Die kann man erwerben, entweder dort, wo eine Technologie läuft, das heißt in einem befreundeten Land oder sonst irgendwo, wenn man die Möglichkeit hat dazu. Die muss aber erworben werden zusätzlich oder bei uns an eigenen Entwicklungen. Das heißt, ein gewisses Ausmaß eigener Entwicklung muss aus diesem Grunde aufrechterhalten werden. Damit die Leute Geige spielen lernen. Sie brauchen nicht vollendet Geige zu spielen, aber sie müssen wenigstens so viel können, dass wenn man ihnen gute Noten besorgt und danach spielen kann. Und jetzt ist die Geschichte so, dass der dritte ist jetzt, und jetzt kommt eigentlich der heikelste Punkt, verehrte Genossen, das ist die ideologische Frage. Genossen, die Sache mit dem Nachbau ist ein Problem wie der 13.8. für viele Wissenschaftler. Das heißt, das bedeutet für Sie Bruch mit den alten Freunden unter Umständen, weil Sie sozusagen nachbauen, nicht? Abbruch eventuell gewisser wissenschaftlicher Beziehungen, wenn es rauskommt und solche Dinge mehr. Es ist doch so, dass Nachbauen... Das heißt Patriotismus der DDR bis zur letzten Konsequenz. Genau das. Genau das. Ja. Wir müssen von den Wissenschaftlern, wir müssen offen vor sie hintreten und ihnen sagen, wir verlangen von euch
Patriotismus bis zur letzten Konsequenz. Jawohl. Bis zu diesem Punkt. Jawohl. Wenn ihr das schafft, dann werdet ihr uns weiterbringen. Und man muss ihnen erklären, warum wir moralisch dazu berechtigt sind. Nicht? Denn wir sind unverpflichtet zur Sicherung des Friedens. Außerdem haben die bei uns doch geklaut. Brauchen wir gar nicht zu reden. Es ist ganz klar. Aber Genossen, ich möchte euch, darf ich Folgendes sagen? Ich habe den Eindruck, dass ihr akzeptiert diesen Gedankengang. Ich möchte aber euch Folgendes sagen. Diese ideologische Auseinandersetzung wird eigentlich unter Wissenschaftlern nicht geführt. Das heißt, ich mache es persönlich. Ich muss es machen, weil ich die Leute überreden muss, sowas zu tun, nicht? Aber sonst hilft mir niemand dabei. Nicht? Du hast doch auch Kapitalismus haben sie doch nachgebaut. Sind das doch gewohnt? Sind das doch gewohnt? Sie hätten doch gar kein Gehalt bekommen, wenn sie von den anderen nicht nachgebaut hätten. Ja, ich will Ihnen Folgendes sagen, Genossen. Bruno, darf ich dir Folgendes sagen? Das ist, möchte ich sozusagen, nicht immer so. Ich habe mir sagen lassen, dass im Augenblick diese Relation zwischen den Konzernen durch Verabredungen, kartellmäßige Art weitgehend so geregelt ist, dass alles bezahlt wird. Richtig. Das heißt, es wird nicht mehr hinten rumgeklaut, sondern es wird in der Aktienverhandlung vorne dann ausgehandelt. Richtig. Ist doch wohl mehr so, ja? Ja, das ist eine andere Sache. Aber ich möchte so sagen, ich möchte in meiner Hand nicht für die Japaner ins Feuer legen, nicht? Vielleicht machen die das, also das kann man nicht wissen, nicht? Also jedenfalls ist es drin. Nun möchte ich Folgendes sagen, das sind also die drei subjektiven Komponenten, abgesehen von der Frage subjektive Fehler der Leitung, auf die komme ich noch zu sprechen, der Leitungen, die man arbeiten muss. Nun gibt es aber objektive Dinge, die ich ansprechen muss. Zum Nachbauen gehört, Genossen, überlegt doch mal Folgendes. Einer hat mal gesagt, er hat sich einen Transistor gekauft. Und dann hat er sich dafür interessiert, was für ein Material dran ist. Da hat er mir zum Schluss gesagt, na hören Sie mal, ich fange an mit dem Transistor und zum Schluss muss ich ein Herstellerwerk für dieses Material bauen, nicht? Das heißt, es ist so, wir müssen auf andere Weise sicherstellen, dass zum Nachbauen das erforderliche Material durch Kooperation in unserer Industrie herbeigeschafft wird. Ich möchte Folgendes sagen, ich habe den Eindruck, bitte mir zu widersprechen, wenn ich Unrecht habe, dass auf vielen Gebieten unserer Industrie eine Abneigung gegen höhere Verarbeitungsstufen herrscht. Das heißt, man möchte möglichst darum sich herumdrücken, weil das kompliziert ist und genau dieselben Probleme bringt, an denen wir hier leiden. Dass man nämlich in den Bereich kommt, wo man mit Rückschlägen rechnen muss, wo man nicht mehr sicher ist, ob man immer 100% den Plan erfüllt, wo man jeden Monat zittern muss, ob man es schafft. Nicht? Und das ist das, was viele von denen... Auf die Prämie kommt. Ja, was die Leute eben nicht gerne möchten. Nicht? Und das ist viel bequemer. Und darum ist es eben so, auch das ist eine ideologische Frage, die wir durchsetzen müssen, allesamt und alle zusammen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Man kann nicht dem kleinen Halbleiterrat alleine sozusagen überlassen, sich damit rumzuschlagen, sondern das ist eine Sache der ganzen Partei, hier aufklären zu werden. Wenn wir die richtige Orientierung stellen, des allmählichen Abbaus bestimmter Importe, dann müssen wir doch zugleich zumindest bemüht sein, ungefähr in dem gleichen Verhältnis aus der eigenen Produktion hochwertige Gewebe auch für den Bedarf der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, aus dieser breiten Palette sich auf einige Gewebearten orientieren, die vorrangig und in größerem Umfang produziert werden können. Aber dazu möchte ich sagen, dass offenbar in der Qualitätsbewertung bei einem großen Teil der Mitarbeiter im Handel in den Qualitätsbegriffen eine Orientierung nach rückwärts besteht. In unseren Einzelhandelsgeschäften vor allen Dingen werden die Anzüge, die Kleider, die Stoffe danach bewertet, ob es sich um reine Wolle oder um reine Seide handelt. Aber woran liegt denn das? Ja. Ist das dem individuellen Auffassungen eines Einzelnen überlassen? Oder gibt es eine Ordnung, dass also kollektiv also das bestimmt wird? Da nee. Muss doch oben ein Fehler liegen. Dazu will ich ja noch sprechen, Walter. Ich sage, dass allgemein eine solche Orientierung vorhanden ist, die sich natürlich besonders und für die Bevölkerung sichtbar ausdrückt im Einzelhandel. Und so wird die Ware dann angeboten nach dem Gebrauchswert 100% Wolle,
70 zu 30, 50 zu 50, um anhand des Wollanteils die Qualität zu beweisen. Das würde bedeuten, die Weiterführung bzw. sogar die Erhöhung der bestehenden Importmengen. Und jetzt kommt ja hinzu, Walter, dass die Presse doch diese Ideologie unterstützt. In diesem Fall ganz konkret die Berliner Zeitung vom letzten Sonntag, die ein Inserat des VEB Maßatelier Berlin mit folgendem Inhalt veröffentlicht. Importstoffe neu eingetroffen. Kurzfristige Anfertigung für Kostüme, Damenmäntel, Herrenmäntel, Anzüge. Ich weiß nicht, welche Qualitäten von einem Inseraten-Redakteur verlangt werden. Aber zumindest muss er doch also die Grundbegriffe... Aber nun, wenn du also eine verrückte Auffassung äußerst in den Fragen der Ideologie, dann nimmt dir das die Presse nicht ab. Das heißt, die Inseraten... Die Inseraten-Redakteure setzen offenbar nur im Umbruch die Inserate aneinander, ohne auf ihre politische oder ökonomische Richtigkeit zu achten. Das will ich doch damit sagen. In dieser Beziehung, in dieser Frage der Verbindung von Handel zu Produktion, möchte ich auch etwas sagen über den Direktbezug. Genosse Ulbricht hat die Notwendigkeit unterstrichen, dem Direktbezug eine größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich möchte sagen, dass infolge der Kritik des Genossen Ulbricht im Ergebnis seiner Reise durch die Nordbezirke diese Frage wieder stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und im Bericht des Politbüros wurde die große Initiative zahlreicher Brigaden und Verkaufsstellen und Lagern gewürdigt, die ihre Arbeit in dieser Hinsicht überprüft haben. Aber es fehlen meines Erachtens die zentralen Verallgemeinerungen, um ein Neben- und Gegeneinander zu vermeiden und eine allgemeingültige Ordnung dafür durchzusetzen. Direktbezug bedeutet doch nicht nur Verkürzung des Warenweges oder bessere Qualität, sondern bedeutet doch auch feste Beziehungen zwischen Handel und Produktion. Meines Erachtens ist es zum Beispiel notwendig, bei bestimmten Warenarten, zum Beispiel bei so leicht verderblichen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, den Direktbezug zur Hauptform der Beziehungen zwischen Handel und Produzenten zu machen. Damit würden wir auch leichter aus den ständigen Schwankungen des Aufkommens in der landwirtschaftlichen Produktion, zum Beispiel bei Gemüse, herauskommen. Es gibt doch bei uns seit Jahren einen ewigen Kreislauf, von dem der Genosse Wittig gestern in seiner Diskussionsrede auch gesprochen hat. Das eine Jahr beschuldigt der Handel die Landwirtschaft, dass nicht genügend Gemüse oder nicht genügend bestimmte Gemüsesorten auf den Markt gebracht werden. Dann wird von allen Seiten auf die Landwirtschaft gedrückt, dann kommt mehr Gemüse und dann kommt es also zu gewissen Schwämmen und der Handel ist nicht beweglich genug, um diese Schwämmen abzufangen, schnell in die Bezirke zu leiten, wo der Bedarf nicht gedeckt ist und die Bauern ziehen die für sich natürlich an sich richtige Schlussfolgerung, dass sie also in Zukunft dieses Gemüse nicht mehr in solchen Mengen anbauen werden. Die Genossen in Dresden haben mir gesagt, dass der Blumenkohl in ihrem Bezirk wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt, weil sie nicht wissen, wie sie mit dieser Schwemme fertig werden sollen. Aber gleichzeitig gibt es also in anderen Bezirken einen Mangel an Blumenkohlen. Und das ist nicht ein so bewegliches System, dass der eine Leiter von Handel und Versorgung den anderen im anderen Bezirk anruft und sich verständigt, ob er vielleicht den Blumenkohl hier brauchen könnte.